Ich folge halt dir einfach mal. Ja, danach geht's ja zum anderen. Zum Bergkloster. Ja. Also es ist schon dieses... Es ist schon das Tor hier direkt. Müsste es sein. Oh, toll. Ne, ich glaube hier irgendwo muss noch... Ah. Das könnte... War dieses... Könntest du mal mitkämpfen? Ja, ist ja gut. Ich hab eine andere Vermutung. Wir haben die ja befreit. Das war ja die. Oder wir kommen zu diesem Gebiet nicht mehr erstmal. Und das Gebiet kommt später erstmal wieder. Das kann aus sein. Nein. Hm. Das bezweifle ich stark. Ich nehme mich nicht. Ich habe so irgendwie die Vermutung, dass das vielleicht wahrscheinlich so ist. Aber wir gucken erstmal hier das ganze Gebiet lang und von daher. Können wir erstmal die Quest unten machen? Können wir? Ah. Ja. Gut. Hüter das irgendwas von Enoch oder so. Klopf, klopf. Wir sind da. Wer noch? Hello, my friends. Hallo, Mutterfreunde. Ich hab's zu fröhlich gesagt, mein Problem. Sorry. Wo kommt ihr alle jetzt her, die ganzen Gegner? Kommt alle hergeschissen. Scheiß, Mutterfreunde. Alter, noch bei Bollwerk ist in Ordnung. Ich hab euch auch lieb. Weil dann hast du weder Schaden noch Anomaliekraft und deine Skills an, gehen ja mit Anomaliekraft nach. Bin ich mit Reskiller? Ja. Ja, muss vorsichtig sein. Ja, ich muss mal gucken. Bei mir habe ich ja einfach nur Schadensart gewechselt quasi. Ja. Und ich habe auch Rüstungsbonus in Höhe von Anomaliekraft und so alles. Genau, deswegen. Alter, werde ich hier gerade ins Kreuz vorgenommen. Ich kann ja Screenshot machen oder so und sagen, so jetzt Feuer und so nachher, ne? Ja. Und dementsprechend kann ich sagen, jo, das ist besser oder das ist besser. Also ich würde dann definitiv wesentlich weniger Schaden machen, so ist klar. Und dafür bist du ja da. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich Tank spiele, what the fuck. In Outriders passiert vieles das erste Mal. Oh ja. Du spielst komplett Tank, du spielst ohne Shotguns. Das stimmt. Ja, Shotguns sind scheiße, dieses Spiel. Ich hab mehr XP als du. Oh ja. Mir ist die Muni ausgegangen. Vor allem, am Anfang hatte ich ja minimals mehr Erfahrungspunkte als du. Das waren nur 200 oder 300 Punkte Unterschied. Und jetzt sind das 7000. Aha. Da frage ich mich, was ist dezent falsch gelaufen? Wie gesagt, ich meine, ich hätte ein Ding gehabt mit Bonus-Erfahrung durch den Typen, gegen den wir gekämpft haben. Aber ich glaube, ich habe es irgendwann abgelegt. Hm. Kann mich auch irgendwas mit Bonus erfahren. Aber ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Ich kann mich erinnern, dass du das gesagt hast. Wir hatten mal eine Waffe mit Bonuserfahrung bezüglich Kills, aber die galten für jeder. Aber ich hatte Bonuserfahrung auf meiner Schuhe oder so. Hm. Aber warum kämpfe ich hier eigentlich alleine gegen beide Bosse? Weil ich erstmal die hinteren erledigt habe.
Aber mit den Bonuserfahrungspunkten war das nicht eher in Pre-Sequel? Das stimmt! Eben. Deswegen. Okay. Soll ich machen oder was? Ich mach lieber. Da, so. Aus hier. Wo ist der andere eigentlich? Da hinten. Da hinten. Ist ein Sniper-Fuzzi da. Ja, ich mach ihn schon. So. Kann der auch nichts mehr. Toll, wie schnell ist denn der jetzt geplatzt? Gute Frage. Der hatte allgemein sehr wenig Leben. Wie auch immer. Kann der mal aufhören, so rumzuglitschen? Kann ich mal aufhören zu brennen? Wie oft muss ich ihn rollen? Ja. Ja, ich weiß. Ich heile mich einfach gegen seinen Schaden, lol. Ja, so ist fein. Komm, geh auf mich. Ich heile mich einfach gegen. Gib mir deinen entzückenden Rücken, genau. Das ist gut. Das ist richtig gut. Aua. Noch was liegt uns hier? Wenn ich eine Gatling Gun bekommen sollte, dann wird es echt nur eine legendäre sein oder sowas. Das kann ich. Ja. Ja, denke ich auch mal. Na dann. Hauptplatz. Hey, ich verstehe jetzt nicht, was wir jetzt hier gemacht haben, ne? Wir haben zwei Bosse gekillt und dann. Ja. Hä? Hä? Wir sollten die Quest mal vielleicht mal verfolgen. Vielleicht liegt's daran, dass wir jetzt nicht gesehen haben, dass wir woanders hin mussten. Er sucht nach den alten Grevuren. Wow. Grevuren? Du bist auch so eine Grevur. Das ist eine Gravur. Ach, Graffiti. Du Grevur, du. Gravuren. Hast du gerade gesagt? Nein, habe ich nicht. Was? Ich hab. Du Grevur. Lass das Uhren mal weg. Du Uhrensohn, du. Uhrenfanatiker. Du Greff. Du Greff. Ja. Wenn ich das Uhr weglasse, ist es Greff. Sieht wieder wie die Anomalie aus, aber sie konnten sie wohl ein Stück weit kontrollieren und sich davor schützen. Wie? Vielleicht durch die Obelisken? Wie im Wald? Das hier zeigt wohl eine Gruppe, die zusammenarbeitet. Das war bestimmt nicht einfach. Vielleicht ist August im Wald bei dem Versuch zusammengebrochen, uns ganz allein vor dem Sturm zu schützen. Such nach weiteren Reliefs. Also ich lese da heraus genau das. Ich hab gern geschehen. Ich erkenne da null irgendwas, ne? Ja, guck mal, jetzt müssen wir zu diesem Ort, was vorhin versperrt ist. Ich sagte, diese, keine Ahnung. Entweder kommt das noch, oder es kommt noch. Aber es ist irgendwie. Es ist echt seltsam, dass wir das gesehen haben. Ja. Du machst mal kurz weiter. Kevin? Ja. Ja? Machst du? Ja. Danke. Ach so. Wow. Merkst du aber früh. Ach, da will jemand ins nächste Gebiet. Ich bin mir nicht so sicher. Will ich das dann auch? Ausnahmsweise. Mit einem Ladebildschirm. Okay. Das sieht voll cool aus, diese Aquädukte. Oder das Aquädukt.
Die Stille von Kevin. Chirp, 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 ja. Chirp, chirp. Chirp, chirp, chirp. Hier bitte Grillenzirpen einfügen. Ich wette, hier kommen wir nicht weiter. Bin mir allerdings nicht sicher, warum. Ich glaube, dieses bisschen Gerümpel, das versperrt uns den Weg. Bezweifle ich auch. Ich habe so eine Art alte Begräbnisstätte erreicht. Überhaupt nicht gruselig hier. Ja, da würde ich mir keine Sorgen machen. Es wird dich bestimmt kein außerirdischer Poltergeist anspringen und auffressen. Aha, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Danke auch. Vivi schreibt gerade, nee, er hat mit seinen Grivuren zu tun. Ja, richtig. Schreibt auch. Ja. Was sie sonst machen? Schreien? Ja. Nee. Ja, stimmt, tut mir leid, dann kommt irgendwas geflogen. Richtig. Aber dann schreie ja ich. Obwohl, der Greenscreen ist im Weg. Von daher, fast schon. Ich bin einfach drüber geschmissen. Oder hängt der an der Decke? Der ist fast ganz an der Decke. Also, da ist sehr, sehr wenig Platz. Wenn du das da durchschmeißt und mich trifft, dann Respekt. Denn nachher habe ich das verdient. Hört man nicht? Was hört man nicht? Der Jet, der gerade über mein Haus heizt. Du heizt dein Haus mit Jet? Wow. Jet Fuel Down Smelt Steel Beams. Ne, damit wird nur geheizt, ne? Was macht Kevin? Kevin ist so ganz pompös. Der heizt nur mit dem guten Zeug. Ah, zu blöd ist das zu kapieren. Ich kapier das schon, keine Sorge. Wenn man zu blöd ist, Sarkasmus zu verstehen, ne? Ja, keine Ahnung, da bin ich so ein dezenter Profi für. Ja, aber selber wendet das immer wieder an, aber so, ne, hat er Probleme zu verstehen. Bin ein Genie. Und dann wie, okay, wie, probier's mal, versuch's mal. Es kommt eine Münze geflogen. Ja, mit irgendeiner Poliro-Tüte. Sie war zu doof, sie hat die Decke getroffen vorher. Aber ich würde. Ich kann. Jetzt will ich das mal da. Das neue Spiel war auf Hiss. Ja, ich hab's nicht geschafft. Ich schmeiß ein Zeug über den Greenscreen. Ich hab's geschafft. Ja. Aber auch, ich habe auch zwei Versuche gebraucht, von daher. Ich weiß aber jetzt nicht, wo es gelandet ist. Vivi hat sich gedacht, Mom. Ich weiß zwar nicht, was du geschmissen hast, aber egal. Eine Tüte. Mit Getränkepulver. So fand, 9 Gramm plus Verpackung. Also wahrscheinlich so 12, 13 Gramm oder so. Alter, zerfetzt den hier. Fliegen die Einzelteile. Das ist voll geil, wenn die Gegner sterben, wie die Waffe dann einfach noch weiter fliegt in deinem Feld. Das Feld wird einfach nicht alt. Wie denn auch, es hält auch die Zeit an. Wow. Wow. Aber gerade so ist hier, aber gerade so. Ach, Tüte. Tüte. Kiste, Mann. Alter. Was, sind wir jetzt hier in Anno? Hä? Was hat jetzt Anno mit einer Tüte zu tun? Anno und AOE. Ich gestern mit meinem Versprecher. Achso. Ja, sagt zu AOI ihr ganze Zeit Anno. Ah, das war gestern einfach nur krass. Au, 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 au. Du sollst auch nicht durch die Kugeln durchlaufen. Auch wenn sie lang sind, die tun trotzdem noch weh. Ja. Ja, Mister, sie haben einen richtig guten Rücken. Oh, ich hab sein Dings geblockt. Sein Wegstoßen, weil ich einen Nahkampfangriff gemacht hab. Oh lol. Im Nahkampf hast du anscheinend Immunität. Oh wie. Moinsen. Okay. Ah, jetzt bin ich Stufe 29, aber kein Punkt, schade. Nice.
Jetzt fehlen mir noch 40.000 Punkte. Hier wahrscheinlich so 33.000. 30. Alter, du, was? Wieso hast du schon... Hä? Wir waren bei 7.000 Unterschied. Warum sind wir jetzt bei 10.000? What? Hä? Ey, what the... Aber ich wollte auch mal resken, ich genau. Ich guck grad nach. Ich wollte auch mal resken. Bonuswaffenstärke, Heilung erhalten, Bonuswaffenstärke, Schaden. Klasse. Lass ich mal gucken. Warte, wie gut bin ich jetzt? Ich muss mir das mal als Screenshot machen. Moment. So. Habe ich jetzt als Vergleich. Gut. Oh, ich habe einen besseren Helm. Endlich mal. Der hat das gleiche wie meiner. Fast. Er hat Max-Leben, Dings und Dings, aber er hat das Waffenschild. Okay. Und das ist einfach 1300 Stärke. 1300 Waffenstärke mehr. Und es gibt halt 1800 Rüstung. Er muss nur noch Zeitraumschutz drauf machen. Mit der Rüstung für jeden Gegner in kurzer Zeit um 7%. Ich nehme auch mit. Das da. Und bessere Handschuhe. Ne, die Handschuhe sind schlechter. Definitiv schlechter. Das ist zu viel Waffenstärke, was ich verliere. Oh mein Gott. Okay. Ich bin mächtiger Tank. Erhöhe deine Waffenstärke um 5% deiner Rüstung. Der maximale Bonus beträgt 40% der Gesamtwaffenstärke. Erhöhe die Anomaliekraft um 5% deiner Rüstung. Der maximale Bonus beträgt 40% der Gesamtanomaliekraft. Also, what the... Okay. Ist immer noch ins Geil. Ja. Was da? Mal den ganzen Käse hier wieder disenchanten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Inventar, zack. Aber ich denke mal auch diesen Gravitations... Ich weiß nicht, das Erdbeben und dann lieber das Ding Golem. Nee, ich will auch so ein bisschen Schatten. Nee, das passt schon so. So, Inventar, Shift. Jetzt kontrolliere ich mal. So, Waffenstärke hatte ich vorher 23,5. Jetzt habe ich 23,1. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Anomaliekraft vorher 22,5, jetzt 20,3. Okay, das ist um 2000. Ist nicht so schlimm. Mein Leben hatte ich vorher 6550, jetzt habe ich 8658. Rüstung vorher war 48,4, jetzt bei 59,3. Ich habe jetzt 75% Schadensreduktion. So, die Spielerwerte. Waffenstärke. Ja, das hatte ich ja schon. Waffenschadensbonus ist halt eben ein bisschen geringer geworden. Kritische Trefferchance ist genau gleich. Trefferschaden gleich. Waffenschaden, das ist auch alles gleich. So, Anomaliekraft. Fähigkeitsschaden muss niedriger. Abklingzeitreduktion ist genau gleich. Widerstandsbonus ist Durchschlag. Achso, habe ich jetzt keinen. Die Rüstung. Physi Widerstand, ja. Widerstand, okay. Das Leben. Lebensregeneration habe ich von. Ich habe eine Lebensregeneration von 260. Bonus auf erhaltene Heilung 53%. Das ist genau gleich. Lebensentzug, Waffe ist gleich. Lebensentzugfähigkeit ist weniger geworden. Erfahrung, ja, okay. Ich glaube, ja. So mehr Leben und Rüstung ist schon in Ordnung. Oh, shit. Und so viel weniger schwächer bin ich nicht geworden. Ist vollkommen in Ordnung. Ich sehe hier gerade das ganze Klassenzeugs, was ich machen muss als Assassine. Wieso? Ja, für die Herausforderungsdinger. Ach so, ja, habe ich auch. Das ist... Setze 300 Gegner mit Zeitriss fest. Für 5 Sterne sind es 3000. Ja. Töte 175 Gegner. 150 mal ein Gegner mit geliehener Zeit und teleportiere dich zurück. Muss mich also zurücktippen, damit ich da Fortschritt kriege. Zieltreffer mit Wirbelschnitter. Ich habe auch alles Mögliche. Teleportiere dich 50 Mal. Töte Gegner mit Kronosklinge. Und jetzt kommt das Beste. Setze Verlangsamungsfalle ein, um 20.000 Kugeln zu fangen. Ich bin bei 19.100. Ne, ich habe bei mir, warte, wenn ich jetzt mal... LOL. Bei Wüster, der Golem. Ich muss 100.000 Schaden absorbieren. Für die 5 Sterne. Und das mit den Geschossen zurückwerfen, ich muss 1000 Gegner damit treffen. Ja. Da habe ich es ja noch einfach.
Ja, und schwarze Loch sollte relativ leicht sein. 20.000 Kugeln fangen, das ist doch mal geil. Ja, das ist cool. Aber ich denke mal, das ist so ein bisschen Ziel bis zum Ende, so, das ist alles mal so. Ach, kann man auch dann privat machen, also außerhalb des Streams und so alles. Ja, definitiv. Wenn wir dann komplett durch sind mit der Story und so alles. Mhm. Also alle Sachen, man, das wäre schon irgendwie. Aber nicht bei allen. Wieso? Da war ein Spoiler. Wieso? Ich bin bei Fortschritt reingegangen bei diesen Auszeichnungsdingern. Ja? Charakterstufe Rang 5, 30. Ach so, ja. 30. Ja. Warum steht da 30? Warum steht da nicht erreiche Maximallevel oder so? Ja. 15, 15, 20, 30, ja. Es gibt noch viel andere. Eine Anpassung legendär durch das Feuer. Belohnung Rang 5. Es gibt da noch irgendwie Expeditionsbezwinger, es gibt so viele. Genau, das meine ich. Expedition ab, bei denen du alleine bist, lol. Ja, aber was ist eine Expedition, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist noch so. Geil, mal auszeichnen. Trink was mit deinem Freund. Okay. Und? Ja. Erhalte Zugriff auf verschlossenen Raum, um diese Auszeichnung zu halten. Untersuche alle Mysterien, um. Hilf den geheimnisvollen Mann, um diese Auszeichnung zu halten. Ah, das ist ja der. Mit dem haben wir ja schon mal geredet. Alle Jäger-Nebenmissionen ab. Alle Historiker, fehlt da nicht mehr viel. Oh, wir haben nur noch 11 Nebenmissionen, die es insgesamt gibt. Oh. Ja, wir sind bei 44 von 55. Ein bisschen wenig dafür, dass wir erst die Hälfte durch haben gewühlt. Na, mal gucken. Muss nicht mehr. Okay, oh. Ja, aber komm, es ist genug. Also, wir haben. Ich habe bei nichts 50% aufgeführt. Das höchste, was ich habe, ist bei Jagd 44%. Das ist alles. Hey, dieser Schuss? Was für ein Schuss? Ja. Sex Respekt. Hang. Hier. Ja, hier. Also, wir müssen das mal gleichzeitig machen. Ne? Okay. Okay. Dann zieh ich mal runter. 3, 2, 1. Passt. Gott. Vor allem, es sieht aber so bescheuert aus. Vor allem, mein Helm passt voll gut dazu. Hier, ins Gesicht. Ach, scheiße. Du musst schon hingucken. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Nee, ich weiche aus. Tschüss. Ich wollte die ganze Zeit das hier machen, aber du hast mich voll blockiert. Oh. Hier, bitteschön. Ich hab die Moves. Oh, das hab ich zweimal drin. Wieso? Senk den IQ des Teams und, achso, tanzen drin. Ja, der IQ des Teams ist gleich gegen. Ey, aber das ist so ein harter Diss gegen Fortnite, ne? Senk den IQ des Teams mit dem Tanz. Ja. Das ist so geil. Ah, schön. Einfach nur schön.